Liz Mohn, die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung, ist die erste Frau, die die Auszeichnung der Atlantikbrücke erhält. Geehrt wird sie wegen ihrer großen Verdienste um die transatlantischen Beziehungen. Sie hat ihn verdient, weil sie in ihrem Bereich, eigentlich fern von der Politik, so viel getan hat, Menschen zusammenzubringen. Also die Atlantikbrücke hat sehr viel erreicht, sehr viel geschaffen in dem ganz transatlantischen oder besonders deutsch-amerikanischen Beziehungen. Und dass Frau Mohn und damit auch die Bertelsmann Stiftung sozusagen, das bekommt eine reine Freude. Die 1952 gegründete Atlantikbrücke ist ein Verein, der in der Nachkriegszeit vor allem eine Brücke zwischen Deutschland und den USA schlagen wollte und bis heute daran festhält. Der Vernon A. Waters Preis wird Menschen verliehen, die sich besonders um diese Beziehungen verdient gemacht haben. Für den Vorsitzenden des Vereins, Thomas Enders, ist er daher auch besonders wertvoll. Das ist natürlich wichtig, gerade nach dem Ende des Kalten Krieges, die Beziehungen zwischen Deutschen und Amerikanern aufrechtzuerhalten. Ist nicht ganz so einfach, wie das früher war. Für den Laudator der New Yorker Gala und ehemaligen UN-Generalsekretär Annan ist Liz Mohn eine würdige Preisträgerin. Ich denke, es ist ein wichtiger Preis. Sie hat viel beigetragen zu den deutschen Beziehungen mit Amerika und den anderen Ländern. Sie ist sehr aktiv in Sachen interkulturelle Beziehungen. Und ich glaube, dass das in unserer heutigen Welt sehr wichtig ist. Und auch viele andere Gäste zollen der Preisträgerin ihren Respekt. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Auszeichnung, weil die Bertelsmann Stiftung ganz ausgezeichnete Arbeit leistet im transatlantischen Verhältnis. Und ich finde es sehr gut, dass das gewürdigt wird. Das ist, was wir brauchen. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Frau Mohn heute ausgezeichnet wird. Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wirkliches Wirken, Gutes zu tun, umgesetzt werden kann in eine herausragende Anerkennung einer verdienten Persönlichkeit, wie Liz Mohn es ist. Die Arbeit wird gemacht von vielen hundert motivierten und gut ausgebildeten Menschen, die auch das Fachwissen haben, aber sie müssen diese Arbeit auch verkaufen. Und dazu ist es immer besser, wenn sie Persönlichkeiten haben, die die Dinge in die Öffentlichkeit bringen und die schon etwas bekannt sind. Es ist eine Bestätigung für die Arbeit der Stiftung, die sich ja auch zum Ziel gesetzt hat, wie die Atlantikbrücke, Brücken zu bauen zwischen Kulturen, zwischen Nationen und ganz besonders auch zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland. Es ist aber auch eine Auszeichnung für ihre Arbeit im Rahmen der deutsch-israelischen Freundschaftsinitiative, die sie gegründet hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie diesen Preis bekommt. Für Liz Mohn selbst ist die Auszeichnung eine große Ehre und Ansporn für ihr weiteres Engagement. Wir arbeiten seit 31 Jahren in Amerika und haben hier natürlich auch Freunde und enge Verbindungen. Und ich finde es gut, dass wir diesen Dialog für die Zukunft noch intensiver gestalten werden. Ein Dialog, der künftig nicht nur transatlantisch, sondern auch mit den Israelis und den Palästinensern geführt werden soll.